Teilspiel, jawohl. Unentschieden. Ich spiele noch einmal. Risiko, nein, ich nehme die 200 Silber. Und noch einmal spielen. Nein, Mist, ich habe verloren. Na gut. Aber wir haben ein 200 Silber erhalten. Super! Super! Super duper! Na, und ich sage dann ciao. Bis denn, macht's gut. Ciao. Hallöchen und ein herzliches und erneutes Willkommen. Oh, entschuldigt bitte. Eine total euphorische Begrüßung. Dann habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Bin gleich wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Egal. Ist Wurst. So, auf jeden Fall habe ich hier erfolgreichen Handel. Das ist doch auch ganz gut, ne, Freunde? Jo. Und dann habe ich ja heute noch ein... Na, was heißt heute? Wird wahrscheinlich erst viel später vorkommen. Ein kleines Gimmick. Na, was heißt Gimmick? Einfach mal was, was ich machen werde, was ich vorhabe. Auf... Boah, was war denn das gerade? Auf jeden Fall werden wir uns erstmal wieder eine Münze schnappen. Also die Seelenkraft, Stufe 2, ist ja logisch. Die freien Wege für Ticonderoga. Und da holen wir uns nebenbei gleich mal noch Aries Auftrag. Damit wir nicht doppelte und dreifache Wege zu erledigen haben. Jawohl, den... Und den führen wir aus. Den Auftrag. So, wie sieht denn, was kann man hier? Ist alles noch... Ist alles noch schick, passt. Passt alles. Juhu, na dann. Ach, siehst du, ich habe ja den Trank der Waghalsigkeit, habe ich ja immer noch. Auch nicht gar nicht, auch nicht gar nicht so schlecht. Schlimm, schlimm. Mit mir, na egal. Bitte, kommen Sie unbeschadet zurück. Ja, ja. Mache ich doch immer. Weißt du doch, dass ich immer unbeschadet zurückkomme. Die Skills hatte ich das letzte Mal schon geguckt, ob es da was Neues gibt, ne? Genau. Ach ja, ich muss ja immer erstmal wieder rauszoomen, weil der schon automatisch immer wieder reingezoomt hat. Na Judy. Dann werden wir uns mal hier mit dem ganzen Gezücht abgeben. Hier haben wir mal wieder einen Lebensfunke. Und zwar wird es dann mal wieder der hier sein, erschöpft. Dann nehmen wir halt, dann werden wir uns halt mit dem Kollegen hier, mit dem Lebensfunke. Muss ich dann mich dann halt wirklich um einen kümmern. Die anderen bleiben ja trotzdem. Die steigen halt bloß keine Level weiter auf. Ich bräuchte mal wirklich so einen... Da gibt es doch auch irgendwie so ein... Was dann irgendwie mal gleich 500 Punkte herstellt oder sowas. Sowas bräuchte ich. Da könnte ich dann... Aber naja, es denkt man nicht. Ist nicht so schlimm. Nicht so verkehrt. Die schreien auf jeden Fall schön wie ein Mädchen. Und es sind wahrscheinlich der Krieg in der beginnt bald in den Mission Maps. Von mir aus könnt ihr da gerne Krieg halten. Ich habe da nichts dagegen. Ich beteilige mich dann nicht an euren Kriegen. Noch nicht. Ich mach erstmal hier. Mich betätige mich erstmal hier. Und bin fertig in der Dorfruine. Und werde mich jetzt weiter
für die Forschung einsetzen. Ja, Forschung ist immer ganz wichtig. Mit das Wichtigste. Na, was ist das Wichtigste? Aber ich denke mal, ohne Forschung wären wir heute nicht da, wo wir sind. Obwohl, man muss ja sagen, viele Sachen sind durch Zufall entstanden. Wie der Blitzableiter zum Beispiel. Wäre Benjamin Franklin damals nicht bei einem Gewitter mit seinem Drachen rausgegangen, hätte es nie einen Blitzableiter gegeben. Es war halt Zufall. Genauso, ich glaube, die Glühbirne, war die nicht auch Zufall? Also das Feuer war, glaube ich, definitiv, oder glaube ich nicht, weiß ich sogar, also bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber dürfte definitiv Zufall gewesen sein. Und am Anfang wusste man ja gar nicht, wie, also es war, dass ein Blitz einfach in trockenes Holz eingeschlagen ist. Und am Anfang wusste man ja gar nicht, wie man wieder Feuer entzündet. Und da hat man dann immer nur Holz, damit das Feuer halt am Laufen gehalten wurde. Immer und immer. Also auch am Tag und so weiter. Bis man dann später erst entdeckt hat, dass man ja, wenn man so Steine aneinander reibt, dass man da auch Feuer, also dass da ein Funke entsteht. Warum habe ich jetzt meinen Char geöffnet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Genau, und so ist eben vieles auch durch Zufall, beziehungsweise aber einiges halt auch wirklich durch Forschung entstanden. Und ich denke mal, ohne Forschung wären wir auch nicht so weit mit Computern und allem drum und dran. Ihr könnt keine Let's Plays gucken. Ist natürlich die Frage, ob Computer das Leben unbedingt so viel einfacher gemacht haben. Zumindest seitdem wir Computer haben, würde ich meinen, haben wir keine Papier, also ist die papierlose Gesellschaft noch weniger geworden. Was ist jetzt irgendwie anderes Auge? Penner? Egal. Was mit dem da ist. Ist weiß nicht, ob es interessiert, aber ich wollte ja gerade, ob das. Also, weil mit dieser papierlosen Gesellschaft, weil es ist ja so, dass man sich heute sagt, ach komm, das drucke ich mal schnell aus. Ja, und also dahingegen hat der Computer eigentlich noch mehr Papierkram geschaffen. Also noch mehr Papier, noch mehr Bäume müssen deswegen abgeholzt werden. Und naja. Und was eben war, der Computer, ich weiß nicht, ob der natürlich zur Berechnung und so. Ja, also ich weiß es nicht, ob der das Leben so unbedingt schneller gemacht hat. Also die Arbeit erleichtert hat. Vielleicht in bestimmten Sektionen, vor allem was Forschung betrifft. Ich denke mal so Forschungsergebnisse berechnen und so weiter, umrechnen und so, da hat der Computer schon seine Vorteile. Aber ich denke mal, hat eben auch Arbeitsplätze zerstört, vermute ich mal. Und naja, ist halt alles so verdammt schnelllebig geworden. Und der Computer wird halt jetzt immer mehr auch für die Freizeitindustrie genutzt. Ich bin mir da noch nicht so wirklich schlüssig. Genauso wie mit den Maschinen. Einige sagen so Dampfmaschine. Hat alles zerstört und ich sage, es war eigentlich schon gut, dass das erfunden wurde. Weil ich meine, gut, die eine Sache ist, wie es erfunden wurde und die andere Seite,
wie es eingesetzt wird. Siehe bloß die atomare Spaltung. Diese erfunden einfach, um Energie zu erschaffen und so weiter. Der Zweck war nobel. Was da draus aber dann gemacht wurde, wie es angewendet wurde, war eigentlich dann nicht mehr so nobel. Und genauso denke ich mal für die Dampfmaschinen und sowas. All die Maschinen, die wurden eigentlich erfunden, um das Leben, das Arbeiten leichter zu gestalten. Das denke ich mal, ist doch eigentlich ein ganz nobler Zweck. Aber was dann daraus gemacht wurde, wie es angewendet wird und so weiter, das ist dann wieder das, was man sehen muss. Und deswegen sage ich, also meines Erachtens, da hat eigentlich so die Maschinen, Traktoren und so weiter, denke ich mal, für die Bauern ist es wirklich einfacher, nicht einfach so mit dem Traktor über ihr Feld zu fahren, als wirklich jeden Einzelnen mit Spaten umzugraben und so weiter. Nachteil der ganzen Sache ist natürlich, dass die jetzt immer mehr und immer mehr machen müssen, dadurch, dass sie es ja jetzt etwas leichter haben, und das ist dann wieder halt, aber das ist dann wieder ein gesellschaftliches Problem, dieser scheiß Kapitalismus. Immer mehr, nicht mit wenig Sachen zufrieden sein, das ist so ein Ding, wo ich sage, ach nee, Leute, wie kann man so sehr, warum will man immer mehr, das ist doch irgendwann, kann man mit dem ganzen Zeug, was man da hat, nichts mehr anfangen. Ich mach mal die Quests noch. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Einmal habe ich die, glaube ich, bis jetzt gemacht. So, das war Fähigkeiten der Soldaten und der andere da oben. Den müssen wir dann muss ich doch, glaube ich, da hochreiten, ne? Auf den Turm hoch. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ich habe das so ein bisschen vergessen. Keine besonderen Vorkommnisse. Ja. So, jetzt machen wir erstmal den. Komme ich hier irgendwie mal noch runter? Ja, ich weiß, mein Viech hat einen fetten Arsch, ne? Ich weiß.